Matador José Tortilla für unser Schauspiel gewinnen. Meine Damen und Herren, das ganz Besondere an José ist, er hat Schwarzwälder Wurzeln. Doch wir versäumten ihn darüber zu informieren, dass heute kein Stierkampf stattfindet, sondern dass Schwarzwälder Kaltblut präsentiert wird. Lassen wir uns überraschen, wie José es mit den Schwarzwäldern Füchsen aufnimmt. Freuen Sie sich mit uns aus der Hitze Spaniens angereist auf Matador José Tortilla mit den Los Cuatro Jinetes.
hermano, el mundo tienes que sentirte. Eres una chica sexy y hermosa, eres mi modelo, mi corazón toque, dale, dale, dale. Und Ute Kaltenbach auf Iphigenie. Und ein besonderer Applaus gebührt unserem Matador Torero José Tortilla. Immer furchtlos und hinter den Pferden, da wo es am meisten Spaß macht, Franziska Ummenhofer. Herzlichen Dank. Ilona.
Und wir sind gespannt. Begrüßen Sie mit mir die 12-jährige Staatsträgerin und Reichtumsstudentin Helena Marina von Montan mit ihrer 6-jährigen Tochter Jasmina Viola, eine Leistungsstute von Fuchsberg, und unseren beiden Amazonen Svenja Finsterwald, 12 Jahre, mit Jasmina Viola und ihrer Reitlehrerin Nairi Hummel auf Jelena Morina. Viel Spaß mit dem Pas de Deux mit Schwarzwälder Halbflugstute.
mit Jasmina Viola und Nairi Hummel, der Milena Marina, der Mutter der Jasmina Viola. Ein tolles Schaubild. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und großer Applaus für euch für dieses schöne. Wir begrüßen jetzt für das zweite Team Fabian Riesle. Fabi, geh auch bitte zu deinem Rennpferd, dass wir dann starten können. Team Nummer 1 besteht aus Melanie Hug und Fabian Riesle. Es wird jeweils so sein, dass in einer Staffel gestartet wird. Die Melanie beginnt, springt über das Cavaletti, reitet danach ins Slalom, muss abklatschen beim Fabian. Dann beginnt der Fabian die gleiche Runde. Ob jetzt er springt oder sein Pony oder beide zusammen, wir werden es sehen, wie es funktioniert. Sina Faller und Manfred Kreuz. Hier wird Manfred Kreuz als erstes an den Start gehen. Fabi ist kein Kult. Bisschen anders. So, seid ihr alle bereit? Die Strecke. Als allererstes springen Sie bitte über dieses riesengroße Hindernis. Dann laufen Sie bis nach hinten einen Slalom über die Hütchen und können dann abklatschen bei Ihrer Teamkollegin. Der Herr Kreuz startet und die Melanie startet. Ja? Bereit? Auf die Plätze! Fertig! Los! Ja, Fabi, du musst dich an
Temperament und Eleganz. Der Staatsprämienstunde Esmeralda Carina Curi. Viel Spaß mit der Reitquadrille aus dem mittleren Schwarzwald. Thank you.
gleich weiter. Wir müssen kurz die Bandage wieder festmachen oder abmachen, sodass nichts passiert, hat die Kleider gelöst. Sicherheit geht vor. Und schon geht's weiter. Wir sagen Dankeschön an unsere bunte Truppe aus dem mittleren Schwarzwald. Marc Tröscher mit der Flamme, Nadine Neumeier mit Rostfest, Franziska Herr mit Conny, Ramona Kuri, Katina, Christina Kuri mit Leica, Miriam Schwenk mit der Ebe, Svenja Kuri auf Elina und Karina Kuri mit Esmeralda. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja. Schon seit vielen Jahren kümmern wir uns beim Pferdezuchtverband um eine aktive Jungzüchterarbeit. In der Jugendabteilung des Pferdezuchtverbandes sind ca. 130 Jungzüchter zwischen 10 und 25 Jahren aus ganz Baden-Württemberg aktiv, davon 30 im Zuchtgebiet des Schwarzwälder Kaltblutes. Auch bei Wettbewerben wie Kohlenbach anlässlich der Fohlenschau ausgetragen werden. Dem ehrenamtlichen Engagement von der Regionalsprecherin Ulrike Schätze ist es zu verdanken, dass wir eine so aktive Jungzüchtergruppe hier im Verband haben. Heute sich auf das Schaubild unserer Jungzüchter. Bei Jungzüchterwettbewerben gibt es verschiedene Disziplinen. Neben der Theorie muss natürlich auch das Vorführen und Vormustern geübt und gezeigt werden. Dazu natürlich auch das Bewerten von Pferden. Und das wollen wir hier an den Anfang setzen. Und in der Bahn unser Vorführpferd Maya, eine schon etwas gesetztere Stute im schönen Alter von 23 Jahren. Sie ist abstammend von Moritz aus einer Rettermutter und Theresa Riemwald aus Rechtal wird uns jetzt hier mal zeigen,
wie das mit dem Vorführen in Schritt und Trab funktioniert. Bevor wir zu den Grundgangarten kommen, muss natürlich das Pferd korrekt aufgestellt werden, so dass es im Gleichgewicht steht und im Zeichenbild der Körperbau, der Typ, die Proportionen, das Fundament bewertet werden können. Das demonstrieren uns unsere Jungzüchterküken Leonie Reiner, 9 Jahre, und Daniel Ringwald, die hier schon einen scharfen Blick üben. Am Vorführdreieck wird unsere Maya im Schritt entlang geführt, so dass sie sich voll entfalten kann im Schritt und Trab. Und dazu bedarf es natürlich auch einer korrekten Peitschenführerin, hier vertreten durch Elena Schill aus Rechtheim. Schauen Sie, wie schön leichtfüßig sich die Maya in ihrem zarten Alter von 23 noch bewegen kann. Sauber herausgearbeitet von unserer Theresa Ringmann. Und jetzt wird gewechselt. Jetzt kommt der Luca Hauser aus Hinterzarten dran. Und Carina Schütz mit Paloma von Elfüter. Ist Wimpelzeit, und dass sie auch springen können, unsere Schwarzwälder, wird uns hier jetzt Carina vorführen. Für
diese Eindruck und die Regie vom Boden ausgeführt. Heute sitzt sie im Sattel, begrüßen Sie mit mir unsere Akteure Elena Kinzel mit Strolch, Antje Riese mit dem zweiten Haflinger Mino, Martina Eichert im Sattel der Schwarzwälder Schule Goldine, Lonja Schwarzwälder Schule wird geritten von Melanie Radstetter im Sattel von dem fünfjährigen Friesen Frenzje, Agnes Helble und Emily Eichhorn im Sattel des Friesen Duras. Viel Spaß mit der Dressur beim Dressur vom Reich- und Zahnverein Sachsenheim.
Dankeschön unsere Redakteurin Ilda Kiesel mit Strolch, Antje Riesler auf Nino, Martina Eckert mit Goline, Melanie Rastetter mit Lonja, die Sattel von Frenzje, Agnes Hölle und Evelyn Eichhorn mit Duras. Das ist auch genau fest und heute als Schlussnummer Feindauer hier in Sandbergen. Begrüßen Sie mit mir Melanie Thoma und Lisa Hapke mit der Staatsbrennenschule Fanny, Fiona und Einsteller von Klaus Simon, Marina Simon präsentiert, Helmut Ball und Melanie Hug mit der Lona Staatsbrennenschule und bisherige Staatsbrennenschule an den Leinen Klaus mit dem Beifahrer Tobias Ritschler. Viel Spaß mit der Fahrtquadrille der Schwarzwälder, der es noch gerüstet hat.
von Tönnen. Und das war ein eindrucksvoller Beweis hier. Dankeschön an unsere Fahrer, bevor wir hier auf die irischen Kunde schicken, für die Liederfeier hier zu uns in die Bahn bieten. Bedina! Bedina Seyer hat dieses Schauprogramm zusammengestellt und arrangiert in ihrer Freizeit. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei ihr bedanken. Herzlichen Dank, liebe Bettina. Das war wieder großartig. Und wir bauen natürlich auch beim nächsten Mal auf dich. Herzlichen Dank. Dankeschön unseren Gespannen mit Melanie Thoma und Lisa Hapke, mit der Fanny, Klaus Simon und Marina Simon, mit Fiona, Helmut Faller und Melanie Hug, mit Ilona und Klaus und Tobias Fritscher, mit der Desiree. Dankeschön für dieses schöne Schlussfeld. Dankeschön für dieses Publikum. Sie waren großartig. Und im Anschluss bitte unsere Wilderburger in der